Wie schön kann noch alles sein, wenn man doch sieht, was so vieles auf dieser Welt geschieht. Ganz herzlich begrüße ich Sie zur Vorlesung meines Gedichtes Frohsinn und Heiterkeit. Dieses Gedicht wurde von der Redaktion des Deutschen Literaturfernsehens ausgewählt. Frohsinn und Heiterkeit, Autorin Helga Götze. Wer Frohsinn hat und Heiterkeit, der passt sehr gut in unsere Zeit. Wenn Stress und die Sorgen plagen, wir uns was Heiteres sagen. Gleich viel wohler wird es ins Herz, man vergisst die Not, Streit und Schmerz. Auch Lachen ist gesund, man sagt, drum lache gerne jeden Tag. Doch auch in dir steckt Heiterkeit, drum sei auch du dazu bereit. Schenke es Menschen allen hier, Gott wird es danken dir dafür. So ist es mit der Heiterkeit und auch ein Dank der Fröhlichkeit. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche Ihnen eine gute Zeit und angenehme Tage und verbleibe mit lieben Grüßen. Ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen an, wenn ich auch nicht immer alles haben kann. Ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen an, weil ich noch glücklich sein kann.